Ja, hallo YouTube. Na, wir philosophieren gerade darüber, dass die erste Vorbereitung, die wir jetzt machen müssen, Agent 14 Rettung ist und dass der Typ scheinbar verhunzt ist, fuck ist, wie wir es am Anfang gehört haben, was ein bisschen witzlos ist. Weil, ich kann es aber erklären, wir können die letzte Ausrüstungsmission, die wir hier in diesen schönen leeren öffentlichen Lobbys haben, nicht machen, bevor wir die Vorbereitung bis dato auch nicht gemacht haben. Ich verstehe nicht. Ich glaube, das hat man in der letzten Aufnahme zwar schon Ja, aber gesehen, guck mal, oder? Leon, hier oben sind noch diese Balken, verstehst du, Woody? Guck mal, da oben ist ein roter Balken das, und da ist ein blauer Balken unter Benutzergrad L-Grad. Ja. Das habe ich auch schon gesehen, Und die keine blauen sind Ahnung. wahrscheinlich die abgeschossenen Sachen, ne? Was ist das rote? Ich habe keinen Blaue ist halt die Plan. Das habe ich mich halt auch. Vorbereitung. Aller Serie A Finanzierung, das ist der Trevor heißt. Tschüss! Dann. Achso, und ich habe jetzt übrigens Essen hier und ich werde jetzt einfach essen. Ja, Wenn ich mal Sagu ist irgendwo immer noch mitfahre, Henry, ist ist mir immer dabei bei egal. den Vorbereitungen, je nachdem wie lange. Ja, gestern hatten wir bei den Vorbereitungen noch Lex sogar dabei, aber auch nicht für lange, aber nicht bis zum Ende. Jetzt geht's los! Jotop! Jetzt Doomsday! geht's Ey, ich sehe meinen los. Charakter noch so da stehen, ich auch. Nein. Nö. Also, da ist der Agent 40, ne? Der lässt sich echt kidnappen. Das ist ein Lappen, Mann. Er nervt alle wegen dem Bunker. Ich habe ihn erst meine Kontaktperson, so wie Ron alle uns nervt, aber Lex wird mir Ron als Kontaktperson für die Hangar. Und er lässt sich einfach kidnappen, Mann. Der Typ ist so dumm. Ich weiß auch nicht, wie geht bei dir? Achso, ja, stimmt. Ja, Pacific Allied werft und versucht Meriwether Agent 14 abzukaufen. Ach so, Meriwether Agent Meriwether 14 abkaufen, ab. das. Ich dachte schon, er Ja, sei Meriwether Agent. Was nehmen wir denn? wer im Bindestrich Den zwischen? unsichtbar und natürlich Der den. Ich bin unsichtbar und ich muss Ungesehen. Ich mein bin Fell der ist. Unauffällige. Nice! Oh nein, weißt du was, Leon, das sieht aus wie Nachtsichtgeräte ähnlich, ne? Alter, diese Mission, ne? Ich will heulen. Der Bin ich zweite denn Heist bald? war so grottenschlecht, ich glaub's nicht. Die Tauchmission war okay und das Finale war so eigentlich ganz nett eigentlich. So, also, im Event war ganz witzig, Autopilot zu aktivieren, einfach mit den MGs alles zu zerstören. Zwei echt bockschwere Kackmissionen und eine eher so langweilige Mission. Ach, die Wasserminen-Dinger waren halt nicht mehr. Warum spawnt denn immer dieser Jeep hier? Ist das, warte mal, wir nehmen den mal. Komm, das ist wahrscheinlich ein Viersitzer, damit wir alle in einem Auto fahren können, wa? Glaubst du nicht, Gut Leon? möglich. Der spawnt, die ganze Zeit spawnt der schon hier. Ich fahre da jetzt einfach mit. Komm, wir mal zusammen schön alles zeigen. 10 Kilometer, dann kann ich ja mein Baguette essen. Geil. Guten Appetit. Kräuterbaguette oder Pizzabaguette? Nee. Belegtes Baguette Ach vom. so, Backwaren. Vom bestellt. Henry, muss das mit dem Tränengas sein? Ja, Alter, der unbedingt. lenkt sich gar nicht mal bad. Okay, jetzt ins Kürbisfeld, Jungs. Weil der hat Tuning-Reifen, wa? Guck mal, der ist der Schriftzug. Ja. Wie geil. Ich wette, das ist ein getuntes Fahrzeug, einfach nur damit wir zusammenfahren können. Komm, der ist gepanzert, ne? Ich lese gerade, wenn du Y drückst auf dem Controller, also womit macht ihr die Lobbyliste auf mit der Controller? Da müsst ihr unten lesen, da Steuerkreuz steht. Ja, runter. guck mal, was unten rechts steht. Baller LE in Gepanzert. Klammer Ja. gepanzert SUV. Der ist also gar nicht mal bad. Null. Auch wenn die Fenster und alles ja schon groß sind, das Kannst du wirkt gerade. Self-Radio anmachen? Das ist nur ganz leise im Hintergrund, weil Lester redet. Ach, da war Werbung, würde ich sagen. Ja. Das ist Self-Radio. Bei mir nicht. Das kann Nee. man aber auch ausstellen, Bei mir ne? läuft Yours Truly. Wo kann man Werbung ausstellen? Du kannst bei User, also bei den Einstellungen, gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten. Da gibt es Radio, sequenziell und zufällig. Bei Radio kommen da diese Zwischendinger da immer. So, jetzt bleiben Also im wir das Menü, da leider. kurz stehen. Einstellungen, Aber ich finde das Audio. eigentlich ganz lustig, ich lasse Wo das. muss ich jetzt den Radio auf zufällig oder was stellen? Okay. Sequenziell laufen die halt alle so hintereinander, ne, in der gleichen Reihenfolge. Ach so. Alissa? Du magst doch bestimmt auch nicht, dass im Self-Radio Werbung läuft, oder? Du kannst es ausstellen. Du kannst es aber ausstellen, wenn du willst. Muss halt nur in Einstellung Audio gehen und dann noch sequenziell stellen von Radio. Weil das Ding, wo wir drin sitzen, ist gepanzert, ne? Fangt Also jetzt. einfach an zu schießen. Das höre ich gerne. Das höre ich gerne. Okay. Ne.
Nein! Achso, und Henry hat jetzt übrigens auch seinen Bonus bekommen. War die 52.000, oder? Ja. Okay. Mhm. In der Zeit hätte ich fast einen zweiten Bonus bekommen, wenn das gehen würde. Das wäre so cool, Alter. Jede 50 Kills mit der Waffe einfach Geld kriegen. Würde halt motivieren, die Waffe auch länger zu benutzen, weil jetzt ist sie zwar geil, aber nur weil sie einen einmalig hohen, hohen Value hatte, ja. Na? Aber hinten die Scheibe geht bei mir nicht kaputt, obwohl die ganze Zeit rausschießt. Bei mir sind die kaputt. Hinten die ist bei mir ganz. Die seitlichen sind kaputt. Ja, die seitlichen. Ich kann ja auch nicht nach hinten schießen. Ja, bei mir fliegen die Schüsse aber hinten raus. Ja, ich halt die Waffe aus dem Fenster. In die Schüsse gehen bei mir auch dadurch. Splittert sogar das Geräusch so. Ja. Bei mir auch schon. Ach, whatever. Dumm aus. War gleich da. Werft es weg! Mann, oh Mann, du Spielkind, ey. Du verballerst so viel Geld in Munition, ne? Ja. Ist ja schrecklich. Ist ja eine Gurke auf dem Baguette. Kaper. Alter, das ist jetzt so ein schönes Baguette mit Käse und Schinken und sowas. Remoulade oder sowas. Tzatziki. Tzatziki, oh lolle. Ich könnte jetzt für sterben, hätte ich richtig Lust drauf. Ja. Ja gut, der Bremsweg ist auf jeden Fall trotzdem solide. Alter, hier muss man mit Chop den einen Typen jagen, ne? Ey, ja. War nicht hier. Doch, da weiter vorne drin, ne? Ja. Ja. Wo er dann nachher einfach anfängt, den anderen Hund zu rammeln. Eieiei, Singleplayer, kenne ich sogar 24% von. Na, sogar mehr eigentlich. Kenn wahrscheinlich 30% Singleplayer. Schön, dass die Fahrt so lange gedauert hat. Und schön viel Essen. Schön, dass unser Fahrer drunk ist. Ja, ich trinke nie, never mind. Ja, was ist denn jetzt? Es rutscht aber ultra hart, ey. Ich versuche nicht wie Lex zu driften, aber ich bremse halt. Ich bremse. Oioioi. Meistens kriegst du Sachen wie fahre den Präsidenten, fahre mit anderen Spielern. Ganz viel RP gerade. Und schon wieder hat er in der Hand. Ist doch nicht in der. Ja, nur Tränengas, aber trotzdem. Ja, bitte. Guck mal, wer braucht noch Headshots, alles, ne? Ja. Dann gönn dir jetzt. Ja, jetzt geht's ab, ey. Ich will dir nicht sagen, dass es viele sind, aber ach du Scheiße. Du Park kann ich mir auch mal absnacken, ruhig, ne? Das Kompaktgewehr. Ich nehme das LMG. MLG? Leichte Maschinengewehr. Ich glaube, das wusste Leon auch. MLG. Major League Gaming. Major League Gaming. Also, wegen Agent 40 würde ich mir den Stress ja eigentlich nicht machen, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Ich bin dankbar, dass er mir nicht mehr anruft. Er ist meine Kontaktperson, Mann. Ich brauche das Geld. Also, ich brauche ihn. Also, Agent 40 hat mich vorhin trotzdem angerufen, ne? Werbung kann... Ey, das sind aufgenommene Telefonate, Leon. Ja. Ich glaube, das ist Scam. Für alle. Einmal am Tag ruft er an. Der immer gleich eine Nachricht. Ist ja wirklich so. Diese Werft hier, hey. Die war schon mal in Heist-Vorbereitung. Ja. Oder war das hier? Ja. Der ist hier drin, der ist hier in dem Container drin. Ach ne, hier in der Ecke hockt er. Hi Agent 14, na? Er sagt vor allem so, hey, hey! Hey, willst du einen Bunker kaufen? Er ist so lebensbedrohlich. Hey, hey! Wanna buy a bunker? Bunker heißt es ja wenigstens nicht. Wanna buy a bunker? Nicht. Das ist wie bei Roman halt. Wanna go bowling? Wanna go bowling? Lol. Alter, meine Brille hat neue Funktionen. Was kann ich jetzt?
Alter! Okay, geile Brille. Das sieht ganz schön. Das sind nicht wir. Das sind die Klone, Alter. Das sind nicht wir. Oh, oh Gott, nein. Alter, was ist das denn? Die kann man jetzt aber bestimmt dadurch sehen. Ja, ihr müsst eh drücken für Wärmeansicht. Oh mein Gott, ja, habe ich schon. Ja, ich bin auch tot. Ja, aber sind wir gleichzeitig gestorben, Zete? Ach, du bist gar nicht gestorben, machst du? Ich bin gestorben. Ah, dann, okay, weil alles noch auf der Duft tut weh und dann dachte ich, oh Gott, Alter, ich habe aber auch eine Minigun. Ich ball einfach zurück mit den Wichsern, Alter. Die denken hier, die sind mit Juggernaut Tarnung OP. Weil das schwere Panzer, Munition und weiter. Alter, diese... Junge, das sind die Klone. aber das ist interessant zumindest. Das ist jetzt, das ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Bossfight quasi, ne? Also nicht so stupides Geballer, sondern Bossfight-Geballer. Bossfight in GTA. Nice. Gab nur einen San Andreas. So wie Yeti haben. Alles klar. Was haben wir? Wie haben wir über den Golf... Also Leon liebt die Knarre jetzt schon. Was haben wir über den Golfschläger gesagt? Nehmen die aber gleich nicht. Drück F9, wenn du den in der Hand hast. Dann wir müssen die nochmal alle besiegen, ne? Ja. Boah. Aber mehr ehrlich, ich glaube in San Andreas... Ich glaube, San Andreas ist das Einzige, bei dem es wirklich einen Bosskampf gab. Und zwar anzeigt immer nur, keine Ahnung, welche Wellen töten oder irgendwie lass die mal die ersten... Ja, okay, egal. Ja. Oder irgendwelche Leute verfolgen. Aber San Andreas hatte ja diesen Typen dann, der auch wirklich mehr ausgehalten hat als normale Leute. Ich will nicht spoilern. Hust. Ich kann einfach nicht schießen, ey. Ich weiß nicht warum. Benutzt du immer noch den Revolver, Leon? Ja. Gott sei Dank, das wäre aber auch ein bisschen. Naja, egal. Den musste ich leider besiegen, tut mir leid. Oh, den musste ich leider auch. Ne, doch nicht, ich hab daneben geschossen. Ja, alles das schafft das sonst auch noch in einer anderen Mission. So ist es nett, ne? Ja, vor allen Dingen müsstest du ja nicht mal mehr haben, oder? Oh! Wir sind Leben übrigens. Friends, right? Ja, Agent 14, wir sind Freunde. Wir haben übrigens ein Healthpack in dem Container, falls irgendwer mal low sein sollte. Der Typ ist hier oben über mir. Alles klar, ich habe erstmal ein bisschen die Kante gegrindet. Ich schau mal, dass ich Profi Tony Hawk spiele. Was denn die RP habe ich oder bekommen. Skate oder keine Ahnung. Okay. Erstmal anderer Leon ist der andere Leon ist der Endgegner. Erst von den Riegel essen. Oh, PQs, ja, lecker, lecker. Ich habe keinen Schaden ich genommen. Ich bin ready, Alter. Cool, so ein Zufall aber auch, dass du das jetzt... Ich dachte halt erst, wir sind das, und als ich die Gesichter gesehen habe, dachte ich so, what? Du Scheiße. Ah, ich hab auch eine, chillt mal, ihr kleinen Pissnack. Einer ist schon right. Down, einer ist down. Weiter ist down. Gott. Und der dritte. Ja, okay, der dritte auch. Den hab ich gekriegt. Da kommen auch welche. Noch mehr. Oh, sind das noch mehr? Ist die gleichen? Warte mal, ich muss bin tot, nicht sterben, bitte deckungmäßig, ne? Ah, ja, scheiße, ja, Präsentierteller. Was, hä? Ich spawne nur, wo ich nicht sehe. Ja, okay. Ja, ich bin tot. Was war das? Ich bin irgendwie ganz komisch gestorben. Ich hatte dezente Panik. Ich wollte auf die andere Seite von dem Ding, aber ich rübergeklettert. OP sind und ich wäre mit dem Minigun genauso OP. Nein, das wäre zu einfach. Man hört nur. Ja. Alter, ja, ich hatte Panik. Wenn ich ein Spiel in Panik hab, geht das immer so. Paul, ich auch nicht. Erster down, zweiter down. Ich dachte halt, ich bin mach über. Bin so tzatziki-süchtig, dass ich gerade mit meinem Finger in den Tzatziki-Dings gehe. Ach so, Gott, das Ding, Finger abgeleckt. Ich dachte halt jetzt schon, ich bin so richtig krass vom Value. So, ja, erster down, zweiter down. Meine MG ist halt genauso stark, meine Minigun. Nee. Nix da. Womit hast du die noch nicht? Hast du die nur dann? Ja, ja, so alles dann. Lass, die sind ja doch relativ schnell umgekippt eigentlich. Ja, deshalb kommen ja auch vier neue. Ne? Na, wir können uns auch keine Minigun leisten, so. Level 120. Ja. Ich bin da fehlen mir noch 36 Level. Musst du kurz rechnen, okay, den treffe ich. Oh, scheiße, dann den. Ich spiel auch mit Controller, vielleicht sollte ich es gleich mal ändern. Obwohl, das war eigentlich nicht das war nicht das Problem eben. Nice, Treffer, wie viel nur? Ach, weißt du nicht. Hihi.
Ich mag den. Bei der Distanz ist halt nicht so gut. Du musst schon mid-range. Red Dead Redemption 2 ist schon ein gutes Spiel. Kann ich jetzt schon sagen. Weil es den Revolver featured. Ja. Aber ich krieg echt jetzt schon Schaden, ey. Vorhin bin ich hier ohne Schaden durchgekommen. So. LOL! Hier. Kann ich gleich Haftbomben auf den Typen da werfen. Mhm. Ist das theoretisch nicht mal nötig. Ich hab grad Snacks plus 1 bekommen. Vor allem. Also, sie wollten unseren Agenten. Achso, weiterverkaufen, klar. Ich kann halt nicht in Deckung gehen mit der Minigun. Aber das ist okay. Ich burst einfach nur und dann muss ich mir aufpassen. New Functionality. Ah, nice. Here we go. Hallo Jungs! Gott, wie der aussieht. Scheiße aus, ne? Saints Row. Vor allem, der verliert immer die Deckung, wenn die Cutscene zu Ende ist. Die extra schon vorher in Deckung? Okay, der ist weg. Bin down, keine Ahnung warum. Eigentlich, weil ich tot bin. Ich weiß nicht, ob ich schon Panzerung nehmen sollte. So, obwohl wir haben so down. Viel. Jetzt müssen wir. Andere Seite. Ja. Ja, genau. Mein Plan war es so. Ja. Oh Gott, genau das war vorhin mein Plan. Das hat nicht funktioniert. Wenn die näher kommen, bin ich weg. Nicht sterben, bitte, ne? Ja, ja, halt dich. Oi. Ich kann nicht in Deckung gehen wegen der Minigun. Oi. Okay. Oh. Boah, aber kurz den nächsten. Hei. Noch einer. Alter! Ich, von meiner Deckung krieg ich den leider nicht. Achso, er ist weg, okay. Ja, es sind noch Helikopter. Werfen jetzt normale Leute ab? Ja, das ist ja easy, Alter. One shot, one kill. One shot, two shot, debe debe debe. Wie weit oben sind die denn, ey? Ich dachte, die Merkel wären im Heist nochmal mit drin und nicht nur diese dicke, schwarze Fake-Merkel. Fake-Merkel. Ja, wo ist denn jetzt der Abholpunkt? Was ist hier los? Da, der Elfen steht da nur rum, ne? Achso, nee, der ist schon draußen. Der ist an der Seite des Gebäudes. Boah, jetzt noch aim, ne? Das wäre halt ein... von mir. Ja, das nicht. Dein scheiß Bastard. Nur nicht mehr sterben, dann darfst du sein, was du willst. Sogar ein Prinzess. Hi. Ich halt einfach rauf. Ich auch mit dem LMG, ey. Ich auch mit der Minigun. Ich auch mit dem Tränengas. War ein Scherz. Ups. Oh mein Gott. Sag mal, Henry, hast du hier eigentlich Auto-Aim? Irgendwie nicht. Mit dem Controller absolut gut. Nicht. Nee. Meine nämlich, ich habe eben seit ein paar Tagen kein Auto-Aim mehr. Ganz egal in welcher Lobby, ich kann es auch nirgendwo umstellen. Hätte ich halt auch, dann würde ich mich ein bisschen wertvoller fühlen. Ich stütze instant ab, ist alles okay. Alles okay. Das sind ja auch alles Klone, ne? Nee, das hier? Ja, dort sehen alle gleich aus. Die sind noch nicht gepanzt. Die haben auch alle so komische. Die sind halt nur keine Juggernauts, das stimmt. Alter. Saints Row 5 hier ist halt echt schon gut so. Saints Row 5 online. Oder so. Ups. Ja, die haben auch irgendwie so komische Dinger am Hinterkopf. Eieieiei. Oh, oh. Ich wollte gerade einen schönen Headshot machen und dann. Ich sehe einfach das. Inventory, Panzerung. Zack. Brauchen Sie da zwei Punkte? Alle immer, ich finde es immer schön, wie alle immer Inventory sagen. Ich aber auch. Oh, ich bin. Ich auch! Oh, war das knapp! Wenn du die Minigun in der Hand hast, kannst du nicht in Deckung gehen.
Ich hab, ungelogen, ich hab ungelogen, ich hab keinen Pixel mehr Energie. Ich bin gerade so rausgekommen. Boah, jetzt ess schneller, du Nigga. Ja, ja, ich trink ganz genüsslich seine Cola. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Lass mich auch vorne carryen, ne? Ich hoffe, das ist okay. Alter. Gott, Ich hoffe mal, das ist zur Not, wenn wir sterben, wir einen Checkpoint haben. Ich schieße gerade die ganze Zeit auf die Geisel, die da in der Ecke ist. Hups. Geisel in der Ecke. Achso, hier waren eben zwei hellblaue Punkte. Ich dachte, die wären noch andere Leute. Achso, die hellblauen Punkte sind diese Helis. Oh, Gott sei Dank. Die waren jetzt echt überraschend, dass da noch so unsichtbare Wichser kamen. Ich bin einfach so. Ich hab's so halb im Augenwinkel gesehen. Ich will gar nicht wissen, wie wenig Kills ich am Ende gemacht habe. Boah, ich komme mit der Steuerung des Spiels nicht mehr klar. Das siehst du ja nicht. Das ist deine Kills siehst du ja nicht, außer du... Mensch, dass wir allein fliegen auf dem Dach müssen. Dach schießt so, raus. Erledige die Juggernauts, oh Gott. Wer ist gestorben? Was? Hä? Agent 14, du Noob! Nein. Oh. Nein. Aber ich werde. Da war aber doch bestimmt ein Checkpoint, das können sie einem nicht erzählen. Da war ein Checkpoint. Wo? Da ich nochmal ganz von Anfang an. Alter. Ja, ich hab 7, Alter, das ist so lächerlich. Boah, ich bin halt mit Controller-Aim richtig scheiße. Ich treffe halt nichts. Deshalb musst du auf Tastatur wechseln. Ja, nee. Ja, wir haben einen Checkpoint. Zumindest, dass Agent 14 uns schon mal hinterher dackelt. Golfschläger, ne? Geht nicht an den Weg, sonst kann ich nicht schießen, oder? Ey, warum passiert das? Das Spiel kann meine schnellen Inputs nicht verarbeiten. Das klingt jetzt total dumm, aber es ist halt wirklich so. Mein Charakter lief auf einmal einfach nach links. Die Klone, Alter, was ist das? Ich hab einen Snack bekommen. Heli down. Machen wir doch einfach mal so. Oh, oh! Was macht mein Dude, Alter? Ziel abgeschossen, zerstörte Fahrzeuge. Okay. Tages. Ich hab mal was getroffen. Warum sagt die ganze Zeit My Agent? Ja, dann fick doch mit Agent 14, wenn du Bock hast. Oh, Agent, My Agent. Alter. My Agent! Mach aus! Mach aus! Get them out of the way and get him out of there. So, hier drin kommt nochmal eine Hölle. Supersoldaten. Hey, ich bin wieder fast gestorben, wie vorhin. Aber nicht ganz so schlimm. Einer down. Eier down. Einer down. Ja. Ich war vorhin mit Heilen beschäftigt. Wie viele von denen waren das eigentlich? Zwei. So, was macht jetzt Agent 14? Hier ist der nicht mitgekommen, der ist gestorben irgendwie. Okay, geh nicht durch die Wände. Oh. Hier sind nochmal Minigun-Typen, ja. So, Minigun-Typen sind down. Super Soldaten. So, jetzt müsste der Agent mitkommen. Ja, er verfolgt mich. Halleluja. Ey, der Typ ist doch echt ein Lappen, ey. Lester sagte doch, wahrscheinlich bist du total verwanzt, du weißt es nicht mal. Und der war halt echt verwanzt. Und ich darf nicht mal einen Heli fliegen, obwohl ich ihn geholt habe. Bad.
Der Momentan-Modus oder? Der Moment, los? Der Agent 14 ist noch nicht drin. Was sagen Sie? Vor gerade Fragen sind alle drin. Der Pilot hat den Tarnmodus deaktiviert, so. Naja, die Erfassung ist ja an, also ja, auf jeden Fall Tarnmodus. Wie geht das? Hier nicht. Erstmal ein Triebwerk einfahren und du siehst eine Taste dann, ja. Minigun-Munition, 6900, um wieder voll zu sein. Joa. War worth. Na, war es im Endeffekt wirklich, trotzdem, aber. So hoch, du musst niedriger fliegen. Ich merk's. Wir sind vor allem nicht im Tarnmodus, ne? Hä? Beim Tarnmodus ziehst du die. Doch, sind wir. Sämtliche Bordwürsen sind deaktiviert. Geh nochmal. Hä? Ist das jetzt Tarnmodus? Sind die Waffen deaktiviert? Das sah aber letztens anders aus. Schmaler. Boah, halt die Fresse, 14, ne? Hey, ein bisschen Challenge hier unten. Halt die Klappe. Boah, wie der rumshakt, Alter. Ich dachte, beim Tarnmodus wären die Dinger links und rechts auch eingefahren. Ha? Da ist gerade ein Bug. Ja, mit Toast oder sowas dann bitte, aber. Suppe, ne? Essen in deinem Let's Play. Fiel mir eben im Klo einer. Würde ich nie riesenjunge Let's Plays sind wie RTL. Alle, ne, Qualität ist eigentlich nicht gegeben, aber unterhaltsam ist es je nachdem doch. Ich wollte dich damit, by the way, nicht haten oder so. Nein, du sagst es ja selbst so, ne? Deshalb, ne? Ja. Keine Ahnung. Weil du kannst es ja besser, aber du willst einfach nicht. Also, okay, normale Let's Plays musst du ja nichts besser machen. Einfach nur so Beispiel so Annehmlichkeits-Cuts zum Beispiel. Das könntest du alles easy, aber das so. Nicht nur, dass du es vergisst, okay, du produzierst ja auch je nachdem super viel im Voraus. Jetzt zum Beispiel, ich erwarte nicht, dass du hier dich nachher dran erinnerst, dass du Fillmore-Cuts, erster Akt und sowas reinschneidest, zumindest einmal oder so. Aber es wäre halt witzig. Wow. Eieiei. Ja, oh Gott. Wow. Halt die Fresse, verpiss dich und lass dich noch einmal fangen und ich komm und hol dich. Ne? Dann gut. Brauchst dich auch nicht mehr für meinen Bunker, dann stelle ich da lieber irgendjemand anderen an. Rex, habe ich immer noch Platin, Halleluja. Oh, $36.000 Vorbereitung, allein schon. Geil. Das ist ganz schön viel. Mhm. Ist das jetzt dein oder meins? Dankeschön, hättest du mir auf Mauspad stellen können. Was ist denn das schöne so? Ach, das ist, ich sehe schon. Ja, das ist Gries Klößchen Hochzeit, das ist super. Heiraten wir jetzt oder was? Ich mach dir jetzt keinen Antrag. Da sagt sie nur Arsch. Feels bad, man. Frau ist ganz verrückt drauf zu heiraten, ne? Ich verstehe es nicht. Das ist, mit 19 will ich hier noch nicht heiraten. Also ich bin 21, ne, aber da muss man noch nicht heiraten, so. Seid ihr auch noch im Ladescreen? Ja. Aber das Ding ist auch, ich bin im Black-Ladescreen. Alissa war bis du hergekommen, ist noch in der, mit dem grünen Bildschirm, so von wegen Mission geschafft. Aber jetzt sind wir alle im Black-Loading-Screen. Wenn das Loading-Screen den einer. Ist wahrscheinlich noch viel zu heiß. Stell das auch mal hier hin. Und die Cola noch hier? Halt, die andere. Ja. Ach. Supi. Hör auf, dein Messer zu schleifen! Du Bananenkopf! Ladescreen, geh doch bitte weg. Nee, du hast dafür bezahlt. Muss ja auch da sein. Ja. Wir könnten wenigstens schön animieren. Oder in den Tipps reinschreiben. Tipps, benutze Panzerung, sonst stirbst du Noob.